Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Saints Row the Third. Und wir sind bei der... Ja, wollte ich mal so sagen, ne? Ja. Wir sind bei der Charaktererstellung. So. Ich werde eine Frau machen. Und ich einen Mann. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr Titten oder Brusthaare haben wollt. Brusthaare? Was? Ja, man Brusthaare machen kann, aber ich glaube nicht, ne? Könnte man nicht, ne? Ach, egal. Muskeln. Ne? Ihr versteht schon. Komm, Alter, mache ich mal auf 0. Sexy Pi mache ich mal 100. Oh. Das sieht aber nur krank aus bei dem Körper. Ich mach nicht zu groß, weil zu groß ist ja eklig. Ich meine, sowas ist doch ungesund, sowas hier. Man hat einen eckigen Schwanz. Bitte. Wollte ich mal so sagen, ne? Oh Mann, das sieht da auf dem Bild ja aber nur eckig aus. Komm, mach den mal ein bisschen kleiner hier, so ein bisschen abgerundeter. Ja, genau. So. Das ist perfekt. Was? Nein, Abbruch. So. Gesicht, dort, wo die Gischt ist. Nein, keine Merkmale. Merkmale sind eh alle ekelig. Scheide. Kaukasisch 4. Also so kann ich nicht arbeiten. Ich brauche erstmal Haar. Körpermaske, Haut, Körperbau. Wo sind sie denn? Machen wir uns so einen dünnen Spargeltarzan, so einen Fettklops? Oder irgend so einen fetten, hier, Arnold Schwarzenegger? Das ist dir ganz überlassen, wie du es willst. Ich glaube, ich mache mir Arnold Schwarzenegger. Oder ich mache mal Hulk. Ich mache mal am besten Hulk. Hulk wird so... Na, Hulk ist nicht dünn. Ich meine, Hulk ist nicht dick, sondern muskulös eher, ne? Boah. Oh. Bob. So. Froschgrün, das ist aber nur ekelhaft. Perfekt. Obwohl. Ja, komm, mach ich das mal. Wo ist es denn? Da. Mach ich uns normalen Typen hier. Da. Ich hab da schon eine gute Idee. Ich glaub, wir nehmen hier so ein. Ja, das passt doch. Make-up. Make-up! Machen wir sofort. Nee, Königin. Natürlich, ja. Was ist natürlich? Das ist aber nur dunkler bei natürlichen Augen. Mach ich das mal rein. Kübchen. Lidschatten. Laufsteg. Das ist auch schön. Wieso steht hier Pockennarben? Das sind höchstens Pickelnarben. So eine fette Narbe im Gesicht, ey. Boah, das kann man so übelst aggressiv. Ich mach hier gerade so, ne? So ein bisschen Peng und Peng. Nee, das will ich gar nicht. Ich will hier Supermodel. Überstecken, nee. Mit den Merkmalen lassen wir mal einen Scheitel. Ach, Kopfdeckung. Oh Gott. Bevor ich wieder eine Stunde am Kopfdecken rumbastel und Wangenknochen und Ohren, lasse ich den Kopf einfach mal so, wie er ist. Aha. Wangenknochen könnte ich ein bisschen dünner machen. Wangenabstand. Nee. Was? Das ist eher so. Machen. Was ist denn das eigentlich? Oder so hier? Leicht grau. So. Das ist so Kiefertiefe, nee, nicht Kiefertiefe, Kieferbreite eigentlich. Jawohl. Und ganzes Gesicht machen wir Leopardenmuster. Machen wir einfach mal so. Komm, bevor ich hier noch Stunden dran sitze, am Gesicht kommen die Haare. 50er-Jahre-Look, ja. Mit Lockenwickler. Krank. Anime sieht ganz cool aus. Bisschen wie Final Fantasy irgendwie. Astro, das ist doch nicht für einen Mann, Astro. Bah! Erstmal das Gesicht jetzt abmachen hier. Stirn. Asymmetrisch. Ja, ein bisschen am Gesicht muss man schon rumackern. Ja. Ist ja doof, wenn man nur mit dem Standard rumläuft, oder? Ja, ich glaube, ich mache das Gesicht nochmal vor, ein bisschen anders. Vor allem die Nase gefällt mir irgendwie nicht, die ist mir ein bisschen zu nasig. Ah, Augenbrauen. Halte so zusammen. Ich glaube, ich habe da mal eine Idee. Nee, das passt nicht. Halt. So böse gucken. Wenn die nicht böse ist. Also, die ist schon böse, aber
Die ist nur. Oh ja. Die zeigt es nicht. So. Na, es ist. Nee, das ist alles krank, ist das. Das ist alles krank hier. Komm, wir machen ihm mal eine ordentliche Nase. Neigungstiefe. Ach du Scheiße. Augenfarbe. Das Katzenauge. Jawohl. Damit wir auch mal was Schrilles haben. Wangenknochen, ja. Kinn will ich noch ändern. Probier da mal einfach ein bisschen hier rum bei den ganzen Größen. Das müsste bestimmt dann bei, wenn man alles groß schaltet, bestimmt total bescheuert aussehen. Mal gucken. Doppelkinnbreite. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet, aber diese Nase ist einfach nur hässlich. Sieht ein bisschen aus wie ein Schwein, was irgendwie auf die Nase gefallen ist oder so. Kann man irgendwie. Zufall? Ja, komm, mach mal eine Zufallsnase. Das ist okay. Okay. Wir geben dir ein spitzes Kinn und zwar so eins. Das ist wunderschön. Ja, so eine Nase passt. So was stehe ich. So ein Kinn natürlich nicht. Mund. Das ist sexy. Das ist ein richtig sexy Kinn. So ein richtiges Captain Hero Kinn. Ich geh mal auf Zufall. Ich mach mal alles Zufall. Und die Kinnbreite nicht so groß. Hat der einen offenen Mund? Das gefällt mir nicht. Etwas spitzer zugerichtet. Und das Gebiss müssen wir ein bisschen ändern. Und zwar hinten. Wir machen uns so ein Grimmbart oder so. Der guckt immer so böse. Gebiss. Ja, das ist doch alles. Das ist doch schon alles okay. Ne, für euch. Das ist doch ein Wunder. Athletischer Körper. So müsste man auf der Straße rumlaufen. Und zwar nackt. Das ist natürlich ekelhaft. Augenfarbe. Ich habe noch nie in meinem Leben Flitzer gesehen, wenn ich das mal so sagen darf. Ein was? Ein Flitzer. Was ist denn das? Flitzer sind Leute, die sich nackt ausziehen und dann einfach durch die Gegend rennen, um Leute damit zu erschrecken. Kannst du das nicht? Wie bescheuert sind die? Das kannst du sogar hier in dem Spiel machen. Meiner guckt jetzt böse, richtig böse, du. Das ist so ein richtig böses Gucken ist das. Augenbraue. Komm, so eine richtig böse Augenbraue. Ah, da hier sind die Schläfen. Ich mach dich fertig. So. Jetzt machen wir noch eben kurz die Persönlichkeit und dann sind wir eigentlich schon fertig. Puh, warte, dann beeile ich mich mal, dann mache ich mal irgendwas. Ja, das passt schon so ganz gut. Psst, einmal ganz ruhig sein, weibliche Stimme auswählen. Okay. Hot dogs are so last century. Panda dogs are the future. We need to increase our brand. Everything could be improved with more strippers. I told my therapist I wasn't responsible. Who the fuck is the police chief? And okay, die dritte stimmt. Jetzt kannst du wieder reden. Okay, ich weiß. Und Hollywood als. It's showtime now. Das ist schön. Das hier. Das ist doch schön. Aber das nehmen wir nicht. Boah, nee, mit Make-up fange ich erst gar nicht an. Gegenstände. Was ist das? Ah, okay. Blutiges Gesicht hier, so vollgeschlagen. Nee, lass ich mal lieber. Das ist alles krank. Persönlichkeit, Stimme. Ich weiß nicht wieso, aber das hört sich richtig geil an bei dem Typen. Mach ich mal rein. Ay, qué guapo. Good oh Gott. Die Komplimente sind ja krank. Very nice. Was er alles für Tanzer ja einlegt und irgendwelche komischen Faxen macht. Daumen hoch. Shuffle! Ach du Kacke. You're looking good. Einfach nur geil, gibt's hier nicht so einen Zombie-Dance oder sowas? So ähnlich, du kannst hier, war das Disco-Fieber? Nee, Disco-Fieber ja. Nicht. Boygroup-Tanz, das ist hier von Michael Jackson. Ja, gut, aber es passt so dem Typen irgendwie nicht. Hostparty. Komm, dann mache ich mir einfach die Luftgitarre rein. Oh yeah, Spottgesten.
Kabarett. You're looking good. Now we can party. Ich könnte schwören, hier gab's aber wirklich sowas mit so mit so Was hat Haustierdetektiv mit irgendwelchen komischen Rammelbewegungen zu tun? Hey, ich weiß es. Das willst du mir doch jetzt nicht wirklich. Das verstehst du echt nicht? Welche Doppeldeutigkeit hat bitte Haustierdetektiv? Es gibt Menschen, die darauf stehen, Sex mit Tieren zu haben. Der Tanz. Ach, das ist einfach mit. Das jetzt zu understand? Komm, ich lasse es, ich mach einfach irgendwas. Now you know fear. Hey, you gonna tell them? You don't have the balls. Ich glaube, das sollte glaube, einfach die, darstellen, wie. You don't have the balls. Ja, keine Ahnung. Kung-Fu-Tanz. Mir ist übel, Mittelfinger. Also, ich glaube, wir nehmen. Ja. Da haben sie doch einfach mal einen Wrestler-Move. Nee, komm. Da kackt sie einfach mal auf die Straße. Das ist krank. Obwohl, die Haare passen noch nicht ganz. Bist du schon fertig? Ja. Ja. Also sollen wir los? John Cena-Move. Und hier ist auch noch. Und zwar Hulk Hogan! Come on, get me! Da will ich aber noch beim. Und jetzt sagen wir. Ja, spiel starten. Wir machen Mittelfinger und zwar doppelt. Ja, Leute, bei mir ist gerade nicht so spannend. Okay, Spiel starten. Okay. Jetzt sofort? Jetzt sofort, aber danach soll ich sie ausrichten. Das war's dann für diesen Teil. So komisch es klingt, aber ich muss jetzt nach unten. Alles klar, okay, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer The Battle Player und. Ach ja, Mr. Nico, dem LP. Ciao. Hauen Sie.